Plattformstatus stoppt. Ich bin sicher, du weißt, wohin das geht. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Plattformstatus los. Bewegung. Gehen, wie auch immer. So. Mist. Das ist hier übrigens gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Es ist sogar schwieriger, als man denkt. Weil die Plattformen nämlich einen erquetschen, wenn sie dich in die Decke bringen an dieser Stelle. Und erquetschen heißt in dem Fall hier tot. Na. Und die Sprünge zu den Plattformen, wenn sie sich noch nicht bewegen, sind auch ziemlich präzise, wenn ich das mal so sagen darf. Wow, dass ich da jetzt gelandet bin, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich falle daneben. Okay. Ja, man merkt schon, dass jetzt die Stages länger dauern. Danke, geschafft. Fertig. Auf die Plätze, fertig. Los. Ja. Das hat man auch schon denken können, wohin das geht. Okay, geschafft. Das war ausnahmsweise mal leicht. Okay, wenn du zwei extra Sprünge nimmst, kannst du potenziell zwei extra Sprünge bekommen. Also wenn du zwei extra Sprünge benutzt, dann kannst du zwei extra Sprünge bekommen. Wenn du hast, achso, genau, ja, dann kannst du potenziell zwei extra Sprünge bekommen, wenn du das Triple Jump Power Up hast, ja. Ui, meine Erklärungen sind scheiße, aber ich hoffe, sie ergeben für euch trotzdem Sinn. So. Ich will erstmal ein bisschen weiter rechts speichern, weil sonst laufe ich jedes Mal. So kann ich halt. So. Komm schon. Ach, Moment, ich weiß wieder, wie es ging. Glaube ich. Ja. Sehr schön. Hallo. Okay, jetzt weiß ich auch wieder, wie das ging. Eigentlich müsste ich es Hello vorlesen. Warum, werdet ihr vielleicht gleich erfahren. Denn jetzt ist Hölle. Punkt. Oder Hell in Englisch.
So. Oh, das kriege ich hin. Geschafft. Sehr schön. Flur 140. Los geht's. Jo, Flur 140. Der letzte Flur von dieser Stage. Das sollte ich jetzt aber auch schaffen. Ohne Probleme. Komm schon. So. Ach genau. Jetzt weiß ich wieder, wie es ging. Sehr schön. Eine Sache, die sich unbedingt, die man sich unbedingt merken sollte. Na. Mist. Mist. Fickt. Komm schon. Das wird doch wohl machbar sein hier. Hallo, würdest du bitte eventuell... nee, will er nicht. Diesen Raum habe ich übrigens nicht so oft gemacht wie die anderen, mal abgesehen von dem einen, den ich noch gar nicht gemacht hätte. Weil beim ersten Mal habe ich hier versehentlich eine Bombe benutzt. Weil ich was austesten wollte. Und ich wusste nicht, dass die Bomben nicht rückgängig machbar sind. Naja, das wäre es fast gewesen. Jetzt hätte ich nur noch meinen Sprung nicht zu spät ansetzen sollen. So. Ja. Komm schon, es wird doch wohl nicht so schwierig sein. Blödes. Eine Sprungteil. Alter. Ich springe doch. Was soll denn das? Geht doch. So. Toll. Bin ich schon mal bis zur mysteriösen Box gekommen? Bis zur mysteriösen Kiste. Aber dann habe ich es natürlich nicht geschafft, auch nur den ersten Sprung zu meistern. Geil. So kann nur aus mir was werden. So. Natürlich nicht. Hier ist fast geschafft, aber nein. Warum sollte auch was klappen? Das wäre ja zu schön, wenn dieser Raum jetzt nie geklappt hätte, ne? Dann wäre ich ja nur noch eine Stage näher am Ende. So. Zum Glück verschwindet der Safe, sonst wäre diese Stage ziemlich unfair. Ich hab ja überhaupt nicht gedrückt, ne? Überhaupt nicht. Nein, nein. Wenigstens klappt der Sprung jetzt ab und zu. Oder besser gesagt, immer. So. Ende der Stage. 496 Tod, das ist ein F, eindeutig. Okay. Stage 8. Du hast Glück gehabt. Zwei mehr, noch zwei Stages vor dir. Ja, okay. Stage 8 und... Oh Mann, jetzt sieht das Game schon ziemlich geil aus. Und jetzt kommt meine Lieblingsstage. Zeit für Gravitationsänderungen. Schön entspannende Musik.
Ach ja, genau, da kam ja noch ein Spike hoch, ich hab's vergessen. Ah, Mist. Dieser eine Sprung ist schwieriger, weil er höher ist. Ja, da muss ich nämlich landen. Und dann natürlich nicht verkacken. Okay, geschafft. Das war Raum einmal 1. Normale Gravitation einmal. Also einfach. Und höhere Gravitation ist 1,75-fach. Fache Schwerkraft sozusagen. So. Das macht auch einfachere Sprünge schwieriger. So. Normale Gravitation einfach. Niedrige Gravitation nur 0,5-fach. Ach ja, genau. Ich weiß gerade nicht mehr, wie genau ich springen musste. Oder hat es gereicht, dass ich direkt durchgehe? Musste ich vielleicht inzwischen sogar direkt durch? Ich gehe vor, deshalb doch wieder den unteren Weg. Ja, genau. Ich muss bloß komplett durchziehen, dann passt das schon. Na. So. Genau so war das. Wunderschön. Wie ein Engel. Gravitationslabyrinthe sind das nur die nächste große Sache. Okay. Na dann. Wasserlabyrinthe hat man ja schon. Ah ja, okay. So soll ich springen. Ich kann mich auch nicht mehr an jeden Screen vom Spielerischen erinnern, demzufolge nicht wundern, wenn ich mal solche Sprüche raushaue, wie so muss ich springen oder so. Okay. Die Decke mag den Freund, mag oder mag nicht dein Freund sein, ja. Okay. Wow. Ach, ich muss das in einem Sprung machen. Okay, gut, kein Problem. Gut, ich muss in einem Sprung zurückspringen dann. Okay, auch kein Problem. Kriegen wir alles hin. Ich glaube, der Raum war auch ein bisschen anders beim ersten Mal, als ich ihn gespielt habe. Aber an den Raum kann ich mich trotzdem erinnern, von daher ist es kein unbekannter Raum.
Okay. Wunderschön.